Jedenfalls war das eine Situation, wäre Maya nicht gewesen, hätte nicht reagiert, hätte ich gleich eine Faust im Gesicht gehabt. Und ich wusste nicht mal in dem Augenblick, warum. Der Typ steigt aus, wutentbrannt. Musste mich Maya schon mal verteidigen. Ey, gab eine krasse Real-Life-Story, tatsächlich aus meiner Zeit. Und wenn ihr Bock habt, also tatsächlich aus meiner Hausmeisterzeit hat Maya mich mehrere Male verteidigt. Aber eine Situation war ultra krank. Das war im Straßenverkehr. Und ich war mit einem Transporter unterwegs und in diesem Transporter sitzt Maya immer vorne bei mir, neben mir. Und da hat sie diesen so einen Gurt dran, den du ans Geschirr ranmachst oder am Halsband. Ich glaube aber, an dem Tag hatte sie gar nichts dran, weil wir von Haus zu Haus Verkehr waren und da lohnt sich's überhaupt nicht. Ich habe also quasi, Maya, du sitzt auf meinem Fuß und das ist unangenehm. Maya, komm mal her zu mir. Komm her, bevor wir die Geschichte weitererzählen. Wollen wir es gemütlich machen? So, komm her, nehmen wir uns hier hin. Ja, sehr schön. Ja, jedenfalls war ich im normalen Stadtverkehr, es war gegen die Mittagszeit und wir sind dann auf dem Weg nach Hause gewesen und es ist, wie es in Berlin ist, wenn viel los ist, ne, sind halt auch viele Idioten unterwegs, ich war ja auch unterwegs und vor mir war so ein Lieferservice, keine Ahnung, war jedenfalls ein Transporter und der fuhr nicht. Es war alles frei und der fuhr nicht. Ich habe einfach auf die Hupe gedrückt und ihm quasi damit zum Verstehen gegeben, ey Leute, ich will halt weiter, dahinter sind noch mehr Autos. Der Autofahrer in dem anderen Fahrzeug fühlte sich da sehr, sehr angepisst, war ultra aggressiv, sofort. Es war sofort auf 180, keine Ahnung warum. Ich meine, ich habe gehupt und nicht gesagt, fahr los, du Arschloch, weißt du, sondern ich habe ihn nicht beleidigt, gar nichts. Steigt aus seinem Auto, wutentbrannt, kommt zu meiner Seite gerannt, auf die Fahrerseite. Maya kriegt das spitz. Ich mach das Fenster runter. Also das Fenster war ja so ungefähr ja, so ein Stück, bevor es hochgeht. Also es war ein Stück unten. Kommt an meine Scheibe gerannt und schon so mit geballten Fäusten und wollte am besten liebst gleich durch die Scheibe reinhalten. Maya kriegt das fett, springt von dem einen Satz, also von dem einen Sitz rüber über diese kleine Lücke auf meinen Schoß und verbellt den Typen. Aber dermaßen, das ist so krass. Der Typ hat sich so erschrocken. Er hat zwei Sätze zurückgemacht, hat die Hände an die Seite gelegt. Meinte dann noch so, ja komm doch. Und ich so, ey, du kleiner Feigling, sag, reicht doch jetzt, oder? Ich meine, was ist los mit dir? Aggressionsverhalten ein bisschen zu krass oder so. Und jedenfalls meinte dann noch sowas wie, kannst dich ohne deinen Hund, hast du Angst? Ich sag, ich hab das ja nicht gesagt. Ich sag, das ist hier Maya. Ich sag, ihr könnt euch auch gut verstehen. Jedenfalls war das eine Situation, wäre Maya nicht gewesen, hätte nicht reagiert, hätte ich gleich eine Faust im Gesicht gehabt. Und ich wusste nicht mal in dem Augenblick, warum. Der Typ steigt aus, wutentbrannt. Wie gesagt, nur ganz kurz. Straßenverkehr Berlin, lasst immer die Scheibe oben, Zentralverriegelung an, Pfefferspray an die Seite. Was ich in 14 Jahren erlebt habe, reicht hier nicht für einen Stream. Wirklich. Von Leuten, die mir ans Auto kloppen, von Situationen, wo ich bis in die Polizei reingefahren bin, der hinter mir war und dann Anzeige erstattet wurde. Aber ich denke, Alter, ey, Berlin bedeutet Krieg auf den Straßen. Nur, dass du das wisst. Radfahrer, Autofahrer, Rollerfahrer, wirklich. In dem Falle warten Paketbote, keine Ahnung, was sein Problem war, warum er so ausgerastet ist. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt. Jedenfalls schrie er mich auf Arabisch an und wollte sofort mit der Hand durch die Scheibe in mein Gesicht. Wenn Maya nicht gewesen wäre, hätte ich voll einen auf die Schnauze gekriegt. Also, ohne Vorwarnung. Nicht so von wegen so, hey, was ist los mit dir? Sondern das war tatsächlich so, fuck, Alter, wenn Maya nicht gewesen wäre, hätte ich so voll eine gekriegt. Ich habe ja auch nicht damit gerechnet, bin ich ehrlich. Ich habe gehupt, weil ich weiterfahren wollte und der Typ springt aus seinem Auto, rennt auf mein Auto zu, brüllt was auf Arabisch. Warum Arabisch? Weil ich Arabisch bei McDonald's gelernt habe. Deshalb wusste ich, dass das ein arabischer Mitbürger war. Oder arabischer Herkunft, mir auch real. Die könnte von mir aus auch aus Timbuktu kommen. Das ist mir scheißegal. Ich meine, so verhält man sich nicht. Punkt. Das hat doch nichts mit Ausländern zu tun. Hätte doch ein, weiß ich nicht, was sein können. Ein Deutscher. So. Ein Deutscher, der einen schlechten Tag hatte. Hatte ich übrigens auch schon. Ich wurde auch schon als Kanacke beschimpft auf der Danziger Straße. Neben mir ein Audi 80, altes Ding, hinten so eine Scheibe. Da saßen vier Glatzen drinne. Gucke rüber, denk so, Mensch, schöne Frisur, dachte ich. Ich hab nichts gesagt. Was los, du scheiß Kanacke? Dachte ich so, hey, geil, Mensch, cool, Berlin. Ich mag dich. So vielseitig, wie du bist doch. Also, ja, ich hab mit allen ethnischen Gruppen meine Erfahrung gemacht. Wie ich es immer so schön zitiere von Serdan Munchu, wie er heißt, der hat gesagt, wenn wir diskriminieren, dann diskriminieren wir einfach alle. So, ach, den mag ich. So, ja, das zur Story, wie Maya mich quasi vor einem Fausthieb in mein Gesicht gerettet hat. Tatsächlich eine echte Real-Life-Story genauso passiert. Wäre sie nicht gewesen, hätte ich eine zu sitzen gehabt und er hätte nicht mehr gewusst, warum. Hätte nur wehgetan. Danke, Maya. Und ihr habt noch mehrere Situationen, wo Maya dann einfach auch im Auto immer auf meine Sachen aufgepasst hat. Ne? Weil ich stand ja auch mal in Brandbezirken, wo mal schnell die Scheibe eingeschmissen wird oder mal schnell Werkzeug geklaut wird.
Und Maya halt meine mobile Alarmanlage im Auto war. Ob das eine gute Idee war, das ich schenk? Ich glaube, die Antwort, die könnt ihr euch selber beantworten. Die Frage könnt ihr euch selber beantworten. Was hältst du von Ridgebacks? Ridgebacks, auch geile Hunde. Also, wie gesagt, ich kann es euch immer nur wieder sagen, ich mag jeden Hund. Außer Chihuahuas und so weiter. Wobei, ich glaube, Johnny Rakete ist auch ein Chihuahua von Waldmädchen, der Hund. Der ist cool. Ne? Ich meine damit nur, ich mag sie nicht, wenn sie mich voll kläffen und... kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ich hasse das, wenn kleine Hunde einfach nicht erzogen werden, weil man denkt, na, die sind ja die Kleinen, die brauchen das nicht. Bullshit. Jeder Hund muss gleich erzogen werden. Ich würde da auch keinen Unterschied machen. Deshalb hasse ich dieses Fußhupen-Mir-Tue von diesen Besitzern, die ihre Hunde nicht unter Kontrolle haben, weil sie denken, naja, ist ja klein, nehm ich in der Hand, wenn er Stress macht, so ungefähr, weißt du? Finde ich fürchterlich. Wa? Süße? Nein, du bist ein Feini. Du bist ein Feini. Ja, danke schön. Du darfst nicht vergessen, dass du Kraft hast, Digga. Du hast Allrad. Mausi, 4x4 hast du. Hab ich nicht. Na, das zieh wie ein Mann. Vielleicht kriegen wir noch ein Kuscheltier heute hier on cam kaputt. Oh. Upsi. Ist nicht, aber dafür sind die Kuscheltiere eigentlich ja gemacht. Und Maya liebt es wirklich daran, zu zerren und zu reißen. Aber oh, ich hab halt nicht. Wenn ich sitze und eine Kamera halte, habe ich nicht die Kraft. Nimm, jetzt kannst du ziehen, jetzt fliege ich. Zieh mich von dannen! Lass uns auf die Reise gehen! Los, zieh mich! Zieh mich! Nein? Zieh mich! Zieh mich! Dennis fragt, warst du mit Maya in der Hundeschule? Ja, ich war mit Maya in der Hundeschule und zwar Tag 1. Hundeschule, ja, war ich mit Maya und zwar ab Tag 1. Erst Welpenschule, Prägung, Sozialisierung und so weiter. Denn ihr wusstet bestimmt auch nicht, dass Hunde Rassisten werden können. Ja, habe ich beim Ritter gesehen, fand ich sehr witzig. Da gab es so ein Pärchen, die hatten zwei Huskies und wenn die keine anderen Hunde kennenlernen, dann halten die für Wackelpudding und fangen an, rassistisch zu werden gegenüber anderen Hunderassen. Das gibt es tatsächlich wirklich. Ja, also Hundeschule kann ich nur jedem ans Herz legen. Du kriegst halt nochmal Feedback, Input. Du bist nicht perfekt, du brauchst immer außenstehenden Input. Das ist halt einfach wichtig. Ja, kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Gerade so in der frühen Phase die Prägung zu kapieren, dass ein Hund, wie sie sich zu verhalten hat gegenüber anderen Hunden, ne? Dicke. So, ihr Hübschen. War schön. Kurze, kleine, knackige Gespräch mit euch. War super. Ich hoffe, ihr konntet euch so ein bisschen mitnehmen mit Maya und ihrem im Geburtstag. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Küsschen aufs Nüsschen. Macht's gut. Tschüss. Maya, sagst du noch Tschüss? Das ist dein Hintern hier. Sagst du noch Tschüss? Krieg noch einen Kussi? Stellvertretend für alle anderen. Kussi. Boah. Nächstes Mal ohne Zähne. So, der Kussi war für euch. Macht's gut. Ich hab euch lieb. Ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.